Gitarrenreparatur, Gitarrenwartung, darum geht's heute im Musikhaus Knopp. Hier ist Kai, grüß dich Kai. Ja, hallo Mike, hi. Wir haben schon oft drüber gesprochen, ihr repariert und wartet auch Gitarren. Heute ist es soweit, heute wird was repariert, beziehungsweise gewartet, richtig? Genau, also wir bieten ja verschiedene Situationen bei uns an, kaufen, mieten, Finanzierung. Das ist jetzt zum Beispiel eine Gitarre, die ein Kunde gemietet hat bei uns. Das ist ein Schüler-Einsteiger-Instrument, E-Gitarre, Yamaha Pacifica, gutes Einsteiger-Instrument. Das spielt der Kunde jetzt schon ein paar Monate. Und in dieser Miete oder im Mietvertrag ist halt bei uns auch so ein Wartungs- und Serviceintervall mit drin. Das sollte man definitiv wahrnehmen, einfach wenn die Gitarre gespielt wird. Also zumindest die Saiten, die sind halt sowieso nach ein paar Monaten mal durch. Da braucht man neue, aber die Gitarre muss halt auch einfach mal eingestellt werden. Also sprich Halskrümmung, Saitenlage, Intonation, das verstellt sich nach und nach mal auch einfach durch Witterungsbedingungen, also warm, kalt. Jetzt gerade bei uns haben wir ja eine mega Hitzewelle hinter uns, also auch das ist für so ein Instrument nicht unbedingt toll. Und das stellen wir dann halt nochmal ein. Ne? Das heißt, alle paar Monate bringt der Kunde dann eben die Gitarre wieder vorbei und dann wird einmal durchgecheckt. In dem Fall hast du ja schon vorbereitet, ihr habt gerade gesehen, die Saiten sind schon ab. Genau, die haben wir jetzt eben schon mal runtergeschmissen, die waren halt fertig. Jetzt im nächsten Schritt wird halt zuerst mal das Griffbrett gereinigt. Dafür gibt es halt verschiedene Utensilien bei uns. Also zum einen halt so ein Griffbrettöl. Wir gucken uns halt auch immer die Bundstäbe an. Also sind die noch in Ordnung? Muss man da was abrichten? Falls da irgendwelche Kerben drin sind, das ist jetzt beim Schülerinstrument in der Regel nicht der Fall, weil so viel und so heftig spielen die nicht. Was aber immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man halt auch gerade, wie gesagt, bei dem Wetter, wenn es zu heiß ist, dass man halt auch das Griffbrett immer mal ein bisschen pflegt und ölt. Dadurch bleibt das Holz halt auch einfach ein bisschen fester, ein bisschen stabiler. Und dann kannst du halt mit dem Instrument halt auch viel, viel länger Spaß einfach haben. Ne? Also das ist halt so ein Punkt. Da gibt es dann halt auch verschiedene Mittel. Wir benutzen halt immer das hier. Das ist so ein Dunlop Griffbrett Oil. Das ist sehr, sehr angenehm vom Auftragen, also vom Mittel. Es riecht auch sehr gut, es ist so ein bisschen, riecht nach Limone. Also wenn man da den ganzen Macht das Putzen Tag, sogar Spaß. Genau, weil wenn man den ganzen Tag da irgendwie so an der Gitarre rumhantiert, dann muss man sich ja nicht noch schwerer machen, wie es dann ist. Nun sehe ich jetzt vielleicht auch hier schon, also das war jetzt kein Riesenaufwand. Also ein bisschen Öl drauf, einmal verreiben, gucken, ob es einzieht. In dem Fall ist es jetzt gut eingezogen. Das könnte man jetzt nochmal machen. Aber das ist einfach so eine kleine Pflegegeschichte, die schnell geht und die dem Holz oder der Gitarre halt einfach viel bringt. Also etwas, was man nicht unbedingt nur bei einer Wartung machen sollte, sondern gerne auch mal zwischendurch, einfach um die Gitarre auch zu pflegen. Wenn jemand viel spielt, empfiehlt sich auch da, ich sag mal immer so spätestens alle halb Jahr einfach mal so ein Grundservice machen zu lassen. Ich sag mal, wenn jemand nicht so viel spielt, einmal im Jahr ist jetzt auch kein Luxus, kann man machen. Das, was wir jetzt hier machen, wie gesagt, das ist in der Miete mit enthalten, also einmal im Jahr pro Mietlaufzeit. Ist das mit enthalten, kostet den Kunden also nichts. Wenn das jetzt jemand machen lassen möchte bei uns, wo er sagt, oh, das ist eigentlich ganz cool, weil so Sachen wie Hals einstellen oder auch Intonation und Saitenlage, das macht natürlich jetzt auch nicht unbedingt jeder selbst, dann kann er die Gitarre natürlich gern bei uns vorbeibringen und dann machen wir das für ihn. Ja. Genau, natürlich repariert ihr auch Gitarren, die jetzt nicht im Mietvertrag sind bei euch. Ganz genau. Also ob du die Gitarre jetzt bei uns gekauft hast oder auch wenn sie nicht bei uns gekauft wurde, wenn es ein Instrument von einem Fremdfabrikat ist, was wir vielleicht nicht unbedingt führen, machen wir die Reparaturen in der Regel auch immer. Wobei wir natürlich auch die Instrumente uns auch vorher genau anschauen und sagen, pass mal auf, also bei der macht es Sinn oder bei der macht es vielleicht auch keinen Sinn. Auch das gibt es natürlich, wo man sagen, das ist dann manchmal ein Reparaturaufwand, der sich nicht unbedingt lohnt. Ne? Also auch hier jetzt bei der Geschichte, bei der Miete, gutes Beispiel, werden immer gefragt, ja, Miete ist ja alles ganz schön, aber was ist denn, wenn da jetzt was dran passiert? In dem Fall ist mal was dran passiert. Ich muss mal genau zeigen, erstmal genau, weil man sieht es hier, ist nämlich ein, ja, eine dicke Macke, würde ich mal sagen. Ne, ist ein bisschen unschön. Also man sieht, die Gitarre wird halt gespielt. Das ist auch okay. Ich meine, das Kind soll das machen. Dafür hat es ja. Das war jetzt halt einfach ein unglücklicher Fall. Gitarre auf den Ständer gestellt. Gitarre stand halt da nicht richtig drauf. Gitarre ist aus dem Ständer rausgefallen und dann halt auf die Ecke aufgeschlagen. Ja, auf jeden Fall ist der Schaden ja schon ordentlich. Was muss der Kunde dafür jetzt bezahlen?
In dem Fall muss er nur die Selbstbeteiligung der Versicherung bezahlen, die mit in der Miete halt auch mit dabei ist. Also sprich, du bezahlst ja einen Grundbetrag im Monat für die Gitarre und in diesem Betrag ist auch eine Versicherung mit dabei. Das heißt, jetzt in dem Fall bezahlt er 50 Euro Selbstbeteiligung. Grundsätzlich ist es jetzt hier so, das ist jetzt im ersten Fall natürlich ein optischer Schaden. Das heißt, die Gitarre ist technisch noch in Ordnung, da ist jetzt nirgendwo sonst was defekt, das haben wir alles schon kontrolliert. Aber um das nochmal so herzurichten, dass man das nicht mehr sehen würde, wäre das jetzt im Endeffekt fast schon ein Totalschaden, weil das ist natürlich ein Schülerinstrument und dir bleibt in so einem Fall ja nichts anderes übrig, wie das komplett abzuschleifen an dem Punkt und dann nochmal neu zu lackieren. Das ist natürlich ein Aufwand, gerade bei einer Schwarz-Hochglanz-Gitarre, der halt schon sehr, sehr teuer werden kann. Ne? Das ist jetzt auch keine kleine Fläche, also das ist schon ein Aufwand, der jetzt in dem Fall, wie gesagt, ein Totalschaden wäre. Aber der Kunde muss halt hier nur die 50 Euro Selbstbeteiligung bezahlen. Ja. Das ist, denke ich mal, auch was, wo viele dann immer so ein bisschen die Angst nimmt, wenn man halt was mietet. Ja, wie es so oft ist. Man denkt, ach, brauche ich nicht, aber wenn man dann, wenn es dann eben jetzt in dem Fall, wie hier zu so einem Fall gekommen ist, dann ist man auch heilfroh, eben so eine Versicherung zu haben und eben, genau, ja, nur die 50 Euro zahlen, ansonsten wäre es, wie du sagst, ja, richtig teuer und auch wahrscheinlich noch nicht mal, ja, lohnt sich wahrscheinlich auch gar nicht hier bei einer Gitarre wie dieser. Also man kann das natürlich technisch instand setzen, also sprich, dass das halt so ist, dass da nicht mehr viel weiter passieren kann. Das ist jetzt auch was, wo wir mit dem Kunden schon gesprochen haben, also die wollen das Instrument auch behalten und ich habe denen halt auch gesagt, du, pass auf, es ist eine Schülergitarre, es ist die erste Gitarre vom Sohnemann, da wird auch noch ein paar mehr Macken und Schrammen und Kratzer drankommen. Das wird jetzt von uns später so instand gesetzt, dass das quasi angeschliffen und beigeschliffen wird und dann nochmal dunkel gebeizt wird und dann einfach überlackiert wird, damit das einfach geschlossen ist, die Oberfläche, und damit da nicht irgendwie weiter Lack abplatzt, aber ansonsten ist die Gitarre technisch spielbar. Natürlich, wie gesagt, hätte man das auch auf einem anderen Weg regeln können, wenn die jetzt gesagt hätten, hier ist kaputt und also wir übernehmen die Gitarre nicht, dann wären wir jetzt halt hingegangen, hätten gesagt, okay, das geht jetzt zum Gitarrenbauer, wird ganz normal komplett gemacht, weil dem nächsten Kunden kann ich jetzt halt nicht zumuten, sowas dann zu kaufen. Der kriegt dann natürlich eine Gitarre, die entsprechend gemacht wurde, aber in dem Fall hier sind wir jetzt mit dem Kunden so verblieben, hat auch gesagt, klar, das ist der erste starke Schrammen an der Gitarre, aber da kommt mit Sicherheit noch. Aber das spricht ja auch für den Kunden, das heißt, sie ist im Einsatz. Ja, genau. Und das wollen wir ja auch mal sagen, die Gitarre soll gespielt werden, oder wenn jetzt auch jemand fragt, ja, was ist denn jetzt, wenn hier so, man sieht es glaube ich auch hier, also wenn jetzt hier so kleine Kratzer passieren, auch das ist jetzt für einen Anfänger, das ist relativ normal, du bist mit dem Plektrum am Spielen, am Üben, da schlägst du halt mal hier drauf, das sind, ich sag mal, Gebrauchsspuren. Das ist ja auch ein gebraucht Material in dem Fall. Also du benutzt das ja, ne? Und wenn du halt ein bisschen mehr Enthusiasmus mal so einen Song übst und je nachdem, was es für ein Song ist, dann hast du halt auch ein bisschen mehr Kraft. Mal ein kleiner Macken rein. Genau, und dann da bleibst du mal mit dem Plektrum hängen. Das heißt also, so leichte Kratzer oder sowas auf der Oberfläche, das ist ja auch nichts, was irgendwie ein Versicherungsfall wäre, ist ja Quatsch. Das ist eine Gebrauchsspur, ganz normal. Und das wird von uns auch, ich sag mal, nicht irgendwie beanstandet. Das passiert halt mal. Oder auch so Sachen, wie eben schon angesprochen, wenn am Griffbrett, wenn die Bünde leicht eingespielt sind, ist das immer noch was, wo ich sage, das ist, nach einer gewissen Zeit ist das okay. Für einen Schüler wird das jetzt nicht passieren. Wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt, ich spiele schon 3 Jahre, ich will mir jetzt aber trotzdem ein besseres Instrument zuerst mal mieten, weil ich probieren will, und er sitzt dann am Tag 8 Stunden da, dann muss ich sagen, okay, das ist jetzt leider auch übermäßiger Gebrauch, wenn die Bünde da nach 3 Monaten komplett runter sind, das ist nicht üblich, das greift dann auch weder Versicherung noch sonst irgendwas, das muss man dann natürlich anders handeln, aber das wäre ein Extremfall, der bisher auch wirklich noch nie vorgekommen ist, also. Also so einen Spielfreudigen gab es nicht, der von früh bis spät, wochenlang. Also zumindest mal nicht in dem Fall von der Miete, weil ich sag mal, wenn man wirklich so viel spielt, dann mietet man sich ja auch keine Gitarre mehr. Dann sucht man sich schon speziell was aus, weil man weiß, was man braucht oder was man sucht. Hier geht es ja noch um die Wartung der Gitarre. Genau. Was musst du jetzt noch machen hier? Also in dem Fall, wie gesagt, Seiten sind ab, Griffbrett ist eben schon mal kurz geölt worden. Das ist jetzt soweit eingezogen, jetzt geht es halt weiter. Jetzt kommen zuerst mal die neuen Seiten drauf. Das geht an und für sich relativ zügig bei uns. Zum einen machen wir es natürlich ein paar Mal in der Woche oder tatsächlich auch manchmal ein paar Mal am Tag. Also das ist was mittlerweile Routine ist.
und was auch durch verschiedene Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein kleiner Aufsatz, der auf die Bohrmaschine oder in dem Fall auf den Akkuschrauber draufkommt, um die Seiten aufzuziehen, dann halt deutlich schneller geht. Das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Hilfsmittel, kann man kaufen bei uns, wenn man so viele Gitarren hat wie wir oder auch so viel an Gitarren rumschraubt und macht, kann man das gerne selbst käuflich erwerben, aber ansonsten macht das wahrscheinlich für den Privatmann wenig Sinn. Aber das ist halt gerade für uns jetzt, wenn du dir vorstellst, machst du irgendwie 5-6 Beseitungen am Tag. Das sind ja auch nicht nur immer E-Gitarren, das sind ja auch manchmal klassische Gitarren, Bassgitarren, 7-8-Seiter, also ist ja alles dabei. Und dann geht das natürlich mit sowas hier wesentlich schneller. Ja, so, dann hat man schon die eine Seite. Also ruckzuck praktisch jetzt hier knapp drauf. Eine Minute und fertig. Und dann sind halt die zwei Seiten schon mal drauf. Natürlich ist es damit noch nicht getan. Ich mache das jetzt auch nur mal gerade bei den zwei Seiten hier, nur mal, um es jetzt mal dir zu zeigen, wie das halt grundsätzlich abläuft. Ne? Und das macht man dann halt natürlich nachher mit allen Seiten. So, das heißt, der Kunde, wann hat er die Gitarre abgegeben? Also wie lange ist sie denn bei euch, die Wartung? Also in der Regel ist es so, wenn du das mit Termin machst, kriegt er das am gleichen Tag nochmal. Also nach etwa 3 Stunden kann er die auf jeden Fall wieder mitnehmen, mit Termin. Wenn er ohne Termin kommt, muss man halt einfach gucken, wie ist gerade der Aufwand bei uns. Also wenn wir jetzt natürlich noch 3 von den Teilen hier mit Termin vorher auf dem Plan stehen haben, dann können wir das natürlich nicht dazwischen schieben. Wenn jetzt an dem Tag nicht viel los ist, kann es auch sein, dass er es trotzdem mitnimmt. Ansonsten sage ich immer, ohne Termin sollte man zwischen 2 Tagen und 1 Woche rechnen. Das kann tatsächlich mal sein, weil halt Reparaturaufwand immer ein größeres Thema wird. Auch bei uns von den Kunden extrem gut angenommen wird. Ja, weil mittlerweile halt auch einfach viele sagen, ich kann es nicht selbst, ich will es nicht selbst machen, ich weiß nicht, wofür die ganzen Schrauben sind, was muss ich wo einstellen. Und ich sag mal, dafür sind wir ja auch da. Ich würde sagen, man gibt seine Gitarre dann ja auch gerne in Profi-Hände, die wissen, was sie tun, nehme ich hier zu euch. Genau, also ich meine, man kann natürlich auch, ist wie im Auto, ne, kann natürlich auch selbst die Reifen wechseln, aber wenn es dann ums Auswuchten geht, ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schwierig. Da muss ich dann nachher trotzdem in die Werkstatt und von daher muss man halt gucken. Ja. Perfekt. Ja, hier hast du halt, wie gesagt, Halsstab wird jetzt gleich noch eingestellt, also sprich, wir kontrollieren jetzt die Halskrümmung. Das kann man zum einen optisch machen, wir machen das halt lieber mit einem entsprechenden Messgerät, das ist ein sogenanntes Haarlineal. Das wird halt hier einmal auf das Griffbrett gelegt. Wenn man jetzt halt hier drüber schaut, sieht man, ob der Hals in eine Richtung gewölbt ist, also sprich, ob sie halt durchgebogen ist oder ob sie einen kleinen Buckel hätte. In dem Fall ist es eigentlich gut. Bist zufrieden. Soweit zufrieden, wobei das wäre jetzt ein Punkt, das würde ich zum Schluss nochmal kontrollieren, wenn halt alle Seiten drauf sind. Dann geht es halt weiter, Intonation wird dann halt kontrolliert, das heißt, die Seite wird eingestimmt und dann wird die Intonation kontrolliert, das heißt, dass der gegriffene Ton auch zu dem gespielten Ton passt. Das wird halt in der Regel am 12. Bund kontrolliert, das heißt, 12. Bund greifen, gucken, ob der Seitenabstand stimmt. Wenn er nicht stimmt, wird halt der Seitenreiter verlängert oder verkürzt, je nachdem, was das Stimmgerät anzeigt. Und ganz zum Schluss gehen wir dann halt nochmal hin, wenn wir so Probe spielen und merken, okay, Seitenlage ist schön, aber noch nicht optimal und vielleicht für einen Anfänger sowieso nicht so toll, weil er noch ein bisschen zu hoch ist. Dann wird halt auch die Seitenlage auch noch einmal kontrolliert und eingestellt, sodass wir halt dem Kunden nachher nochmal ein technisch 100% funktionierendes und fast neuwertiges Instrument halt dann nochmal übergeben. Das heißt auch hier, gerade mit der Miete, wo das kostenlos ist, ist natürlich eine super Sache, weil da sparst du natürlich richtig Geld. Wenn du das einmal im Jahr machen lässt, mit diesem ganzen Aufwand, ich sag mal immer, da bist du mit Seiten irgendwo zwischen 40 und 50 Euro. Machst du einmal im Jahr, machst du zweimal im Jahr, hast du schon 50 oder 100 Euro gespart, also mit der Miete. Das ist natürlich schon eine ganz nette Geschichte. Ansonsten, wie gesagt, jeder, der ein Instrument hat, also eine Gitarre hat, kann die zu mir bringen. Wenn es ein Blasinstrument ist, kann er sie zum Christoph bringen. Also, wir sind ja da. Egal welches Instrument, ihr kümmert euch drum, damit es auch in Zukunft wunderbar gespielt werden kann. Ja, Kai, wie immer fehlt jetzt nur noch die Information, wo, wann und wie am besten zu euch kommen. Genau, also Dienstag. Dienstag bis Freitags, 9.30 Uhr bis 18 Uhr sind wir da. Montags ist momentan geschlossen, von März bis Ende Oktober. Und samstags sind wir von 9.30 Uhr bis 16 Uhr da.
Wir sind immer noch in der Futterstraße 4 in Saarbrücken, in der Fußgängerzone vom Kaiserviertel. Ja, schöner Ecke, Sporthaus Kohlen, Bock und Salbs, alles in der Nähe. Falls jemand die Punkte kennt und uns noch nicht kennt, hat er da noch ein paar Anhaltspunkte, wo er hingehen kann. Nur zu erklären, Montag hast du natürlich nicht frei oder machst den Faulen. Nein, montags machst du nämlich genau solche Sachen hier. Da wird unter anderem repariert oder eben dann auch persönliche Termine, wo es um andere Sachen geht. Kai, vielen Dank. Wieder was Tolles erfahren hier bei euch hier im Musikhaus Knopp. Hier zum Thema Reparatur, Wartung. Vielen Dank und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann, Mike.